Herzlich willkommen zurück zu Spyro Reignite Trilogy mit Spyro Year of the Dragon. Wir haben die Eisspitze im letzten Part gemacht. Das war wirklich ein cleverer, gut durchdachter Level, der es auch wirklich in sich hatte. Wirklich nicht einfach. Aber jetzt machen wir weiter mit... da waren wir schon, glaube ich. Ne? Das war der Wachtmeister. Richtig? Ja. Und ja, hier spukende Sümpfe. Zum Glück sind es nicht die spuckenden Sümpfe. Ach, Jäger, wir sind wieder heute sehr schlau, was? Ja, habe ich ja schon einmal reingelunzt. Ich aus Versehen hier reinkommen bin in ein Level. Spukende Sümpfe, also Grusel-Level mit Sumpf. Da muss ich doch direkt an Spyro 1 denken. Sumpfwelt und an die Smurlock-Level, das war ja auch so ein Sumpf. Allerdings ohne Spuk. Denn, sehen wir mal zu, dass der Spuk jetzt ein Ende hat. Danach kommen, glaube ich, so Asia-Level, ne? Bambusstraße und sowas, habe ich doch mal auf der Oberwelt gesehen. Ja, der spukt's aber nicht, das ist irgendwie ein komisches, ekliges Sumpfviech. Alter, was ist das denn für ein Level? Open World? Finde ich aber cool, das ist nicht so ein linearer Level. Das Kroko war fies. Ich hab schon aufgegeben. Der Retter warst du. Warum schreien die das so komisch? Als wenn das Aliens sind, Aha. We have a quest, sir. We have to light up the candles. And this is no problem for me. Because I'm Spyro, the purple dragon. Nee, ernsthaft. Einfach die Kerzen anmachen. Piranha. Piranha-Pflanze. Haben wir hier eigentlich in den spukenden Sümpfen auch einen Auftrag? Tatsächlich, zerstör alle Piranha-Schilder. Na, was habe ich gerade so aus Versehen gemacht? Ein Piranha-Schild zerstört. Na gut. Wissen wir schon mal Bescheid, dass das quasi für einen Skillpunkt wichtig ist. Das ist jetzt auch nicht schwer herauszufinden. Nur vielleicht sind manche Piranha... Schilder versteckt. Aber dann warnen wir ja die Leute gar nicht mehr. Wenn jetzt ein Tourist kommt und in den Sumpf geht, der wird ja von den Piranhas da angegriffen. Ich werde gar nicht mehr gewarnt. Ich weiß es jetzt, dass hier Piranhas sind und ich nicht ins Wasser springen sollte. Es sei denn, Spyro steht drauf, angebissen zu werden, aber dann kann er auch eigentlich ja, Leon S. Kennedy ein bisschen helfen bei Zombie-Apokalypse. Kann er auch angeknabbert werden. Aber gut, wenn Spyro im Wasser angeknabbert werden will, ist er hier eine wichtige Adresse. Ich denke, er steht nicht so drauf. Deswegen machen wir das mal so, dass wir nicht ins Wasser fliegen. Hey, Mobbing! Hör auf, den zu mobben, du Arsch. Ja, und als Belohnung greift der mich an, ey. Danke auch, ich hasse dich. So ein Arsch, ey. Da konnten wir auch noch hoch, Leute. Ich weiß gar nicht, ob man Instant Death ist. Man in den Sumpf fliegt. Ja, wir gucken erstmal hier oben. Das war jetzt mich dann schon, was da ist. Ich glaube, das ist optional. Ja. Nee, doch nicht. Doch nicht. Kerze ist hier. Nur die Kerze auch. Ich dachte, das wäre ein Edelstein, der da funkelt, aber das war nur das Wasser. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ja, die Musik ist cool. 2-3, finde ich, hat die beste Musik. Jetzt mal ohne Witz. Soundtrack ist mir ohnehin schon öfter positiv aufgefallen. Michael Jackson! Beat it! Beat it! Ah, dich habe ich gesehen. I saw it. Und du mit deiner Zwille? Sie Karo geklaut aus Ape Escape? Piranha. Oh, ich fühle mich beobachtet durch diese Tür. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich beobachtet. Was bist du? Ich höre irgendwelche Geräusche, ne? Das Spiel macht paranoid. Es war nur dieser Hunger. Neuer Smash-Charakter. Hunger! So, ey, der Level ist eigentlich ganz nice. Der gefällt mir bislang.
Ja, wieder ein Piranha-Schild. Noch ein Piranha-Schild. Ja, ich wette, ich übersehe da ein paar, aber es macht ja nichts. Dann zoomen wir halt ein bisschen. Die dritte Kerze von 4. Gucken wir mal, das ist auch was auf der Overworld bewirkt. Ja gut, wenn wir irgendwie die Piranhas hier auch austreiben könnten. Sondern in Ruhe schwimmen können. In den Sumpf. Ich weiß aber nicht, ob sowas geht. Und da zu dem Ei können wir, glaube ich, fliegen. Nein, können wir nicht, weil hier das nicht offen ist. Ah, wobei. Moment. Ne, da können wir nicht hin. Ja, da müssen wir irgendwie anders hinkommen. Mach ich mir jetzt aber noch keine Gedanken drum. Oh, was ist das denn für Viech, ey? Pinocchio-Nasenmücke. Ja, gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Also, bislang lasse ich das jetzt erstmal aus. Ich habe noch keine Idee. Och, nö. Ja, wie gesagt, wir werden das schon noch machen. Die Tür ist versperrt. Kann nur geöffnet werden durch Edelsteinkraft. Hätt's gedacht. 500 Eine wieder. Gute Wahl. Ich habe mehr Edelsteine und du mehr Eier. Ich wünsche dir viel Glück. Warum redet der denn jetzt auch so? Ich bin jetzt befreit. Ach so, deswegen. Was zum Geier, hat deine Wette verloren oder was? Sonst kommentiere ich auch bald jedes meiner Let's Plays und natürlich auch in den Streams. So und das die ganze Zeit. Ist das, ey? Warum reden die alle so komisch? Sind echt irgendwelche Aliens oder so? Interessant. Oh, diese Mücke, ey, die sieht echt wie aus dem Cartoon aus, ne? Die sind mega stark, ey. Greifen plötzlich schnell an mit Dash-Tag, ey. Dash-Tag ist echt gut von denen, Mann. Mutiger Drache. So ey, jetzt weg. Tapferer als ich. Ihr, nimm jetzt das Ei. Okay, ich nehme ein Ei. Telonius, ich nehme es. Ist cool, ich glaube nicht zu wissen, ey. Fick die Wale! Man stirbt hier gar nicht instant. Von wegen Piranhas. Wurde nicht einmal angeknabbert. Hab ich Glück gehabt oder was? So, letzte Kerze. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ah, dieses. Destroy it off. The hype is real. Da geht's auch noch weiter. Da kommen wir wahrscheinlich dahin zu diesem Ei. Ja, geil, oh Mann, ne? Geilomatico! Jetzt kann ich alle Puzzleteile zusammenfügen. Ja, wir kommen nicht jetzt über die Bäume und da hinten ist auch das Ei. Ja, so wird's gemacht. So jetzt gemacht und nicht anders. Thomas anders. Und da ist sogar der Key. The Key to Victory. Entweder jetzt hier zum Ei oder dahin. Ich glaube, zum Ei ist jetzt erstmal schlauer, oder? Oh, Frank! So heißt mein Vater. Frank the Tank. Mein Vater hat sich ein bisschen verändert, ey. Das geht sich aus. Gerade so, ey. Boah, es ist knapp im Messen. Das finde ich aber nicht so gut, Leute. Wie kommt man denn da hin? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist viel zu knapp, das kann nicht so richtig sein. Muss noch einen anderen Weg geben. Jetzt muss ich es im Internet nachschauen, aber kann ich mal versuchen, von einem anderen Punkt dahin zu fliegen. Schauen wir mal nach. Mucke ist echt nice. Vielleicht von diesem Punkt. Ist das besser? Man munkelt. Man weiß es nicht. Ja, tatsächlich. Okay. Der Schlüssel wurde wo benötigt? Ich meine hier. Da hinten. Und hier ist ja auch das Tor. Warum ist denn das jetzt wieder verschlossen? Oder ist das ein anderes Tor, was wir erst noch öffnen müssen? Ich glaube, man darf auch nicht sterben mit den Schlüssel, weil dann muss man den nochmal einsammeln. Meiner, das war so. Naja, wir haben es ja jetzt.
Katsching! Katsching, Katsching, gering, gering, Bargeld, oh Bargeld, ich lieb dich so sehr. Das ist noch bislang relativ chillig. Verglichen mit der Eisspitze im letzten Part, ein Witz. Aber er ist gut designt. Er gefällt mir. Hat echt so ein bisschen was von Spyro 1 Level. Also wer wissen will, wie die Spyro 1 Level aussahen, die waren ungefähr so. Na gut, gehen wir erstmal hier weiter. Piranha-Schild. Chine. Erst wärms. Licht erfüllt das aus. Was das war die Tür. Sich nun hier drin? Ich sage es dir. Das Aus wird bewohnt von einem Zauberkundler. Nun ist er erwacht. Wer das Aus erhält, den schwört er zu vernichten. Lieber dich als mich. Oh mein Gott. So einem will ich gar nicht helfen, ne? Scheint ein Boss zu sein. Den machen wir aber erst dann später. Welch süßer Sohn. Erstmal Sheila-Level. Blütenwolken der Bäume. Zeit für Prügelei. Warum redet die jetzt auch so? Ist das irgendwie Fluch? Ich glaube, ich muss auch so reden. Wie die ganzen Leute hier. Boah, der Sumpfgestank. Nee, Spaß. Ich habe einen Nieser unterdrückt. Es sah so aus, als würde ich in die Nase zu halten. Naja, mir halt nur Nieser unterdrückt. Was ist das? Ein Fighting-Game-Level oder was? Prügelei, sagt die. Okay. Die Bomben sind ihr. Der Eierkäfig muss weg. Nur sprengen reicht nicht. Känguru hilf uns. Räum uns bitte den Weg frei. Hilft Sheila uns auch? Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier, um euch zu befreien. Bombenzeit. Okay, Mann. Ja, ist ja schön und gut. Was zum... Ja. Hä? Ach so. Ah, ich weiß, was man machen muss. Der muss hier den Weg ablaufen, I guess. Muss alles... Wo geht dieser Drecksack eigentlich lang? Oh, das ist genauso dumm wie mit den Alchemisten in Spyro 2. Es ist halt nur dummes Auswendiglernen. Moment. Es bleibt aber alles weg. Es bleibt ja geschrottet. Wie geil ist das denn? Außer die Pilze. Die Steine bleiben geschrottet. Das ist schon mal gut zu wissen. Mach ich halt jetzt nur die Pilze weg. Warum geht der auch hier runter, ganz ehrlich? Ich dachte, der geht nur den Hauptweg lang. Oh, die Steuerung ist so schlecht. Ich hasse das Känguru. Sheilas Steuerung ist einfach nicht gut. Ich finde die Sprungphysik echt nicht gut von Sheila. Mach mal den Pilz auch schon mal weg. Wer weiß, dass der Idiot da noch für Wege geht. Muss die Sprünge so gut timen. Das ist echt schwer, Leute. Kommt damit nicht so ganz klar. Okay, das läuft. Jetzt weiß ich, wo der jetzt hin will. Ach, come on, du... Ah, nee, nein, ich mach das nicht mehr. Nee. Das Ding ist, die Steine sind auch im Weg. Und die Steine, die verschwinden. Ich guck mir jetzt erstmal die Gegebenheiten an. Und hoffe sogar, dass die Pilze eingestampft bleiben. Ich stampf die jetzt einfach alle ein. Das ist ja echt schwer. Und blöd auch. Warum? Was mache ich ja gar nicht. Für sowas bin ich nicht gemacht. Es triggert einfach nur. Das ist auch nur eine Trigger-Aufgabe. Soll man wieder den Controller gegen eine Wand werfen, aber heute nicht. Ja, machen wir erstmal die Steine weg und hoffe, dass die Pilze eingestampft bleiben. Aber ich denke, das wird nicht der Fall sein, Leute. Das wird nicht der Fall sein. Hier ist auch noch ein Stein. Und sein Name ist Albert Einstein. Ach, scheiß auf die Pilze, das wird eh nicht so gehen. Seht ihr, der erste Pilz ist schon wieder draußen. Muss einfach nur mal den Weg auswendig lernen. Das ist halt Try-and-Error-Scheiße. Muss halt den Weg auswendig lernen, wo der Idiot da lang geht. Ich weiß halt nicht mal, wo der hin will. Wird ja auch nicht mal gesagt, ne? Das ist ja das Schöne.
Wahrscheinlich hier hin. Was will der hier? Ich kann halt nicht wissen, welche Pilze eingestampft werden müssen und welche nicht. Das ist ja wohl offensichtlich. Ah, den Käfig. Ah, ja. Mhm. Hier will der hin. Was? Zwei Dracheneier gibt's gleich? Ich sag nicht, den Parcours muss man zweimal machen. Dann kriege ich die Krise des Jahrhunderts. Aber so wird's sein. Try and error, scheiße, Leute. Na super. Stehe ich ja voll drauf, ne? Ja, da ist ja noch einer. Das musst du zweimal machen. Oh nein, warum? Dann geht er hier lang. Dann geht er hier lang. Bitte was? Ach, der hat jetzt sich jetzt neue Weg ausgedacht, oder was? Was weiß ich, wo der jetzt lang geht, ne? Oder war ich zu schnell? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, die gehen wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit wieder raus, die blöden Pilze. Ja, und welchen Pilz soll ich hier jetzt kaputt machen? Ich nehme an, den hier. Ja. Wo geht der Idiot jetzt lang? Als ob das verarscht. Verarsche! Warum geht er denn da lang? Wenn er nicht lang muss! Hurensohn! Oh, ich hasse sowas. Das ist reinste Trollscheiße, wo die Entwickler einfach die Spieler zum Narren halten wollen. Ich hasse sowas. Oh, diese schlechte Sprungsteuerung von Sheila, ey. Alter, ist das schrecklich. Ja, deine Mutter stinkt nach Hundescheiße! Ficken. So, jetzt kenne ich den Weg auswendig. Ich habe nur ein paar Ausraster rausgeschnitten jetzt, weil die nicht jugendfrei waren und generell zu heftig waren für YouTube. Das muss ja nicht sein. Und außerdem ist es langweilig, immer wieder das gleich zu sehen. Ah ja, schneide ich euch. Oh, beziehungsweise habe ich euch zusammengeschnitten. Das ist wirklich nur eine Trigger-Aufgabe. Ist auch totaler Bullshit. Oh nein. Das geht sich nicht aus, Leute, ja. Hö? Ging sich doch aus? Als ob. Okay. Nur der olle Pilz. Diesmal schaffe ich's. Es ist gerade so, ist das ein Müll. Yes! Und das Ganze gleich nochmal, oder was? Peggy! Noch ein Eikäfig. Hilfst du nun meinem Bruder bei dem letzten Ei? So viel zu deinem Bruder. Wenn du träumst, spreng ich den Eierkäfig. Arme Eierchen. Hm. Ja, natürlich. Ich bin so sozial. Ich bin so wirklich super sozial. Tritt die Steine aus dem Weg. Deine Mutter tritt die Steine aus dem Weg. Weiß ich jetzt, was, wo der lang geht? Muss ich euch da auch wieder zusammenschneiden. Ja, guck mal, der geht ganz woanders lang. Was macht der denn? Als ob der jetzt alle Pilze umgeht. Der umgeht alle Pilze. Ist das jetzt ein Troll? Ich muss erstmal gucken, wo der lang geht. Okay, den muss ich wegmachen. Der hat alle Pilze umgangen, habt ihr es gesehen? Jetzt ist. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Als ob der die Pilze umgeht. Okay, das scheint eine geile Aufgabe zu sein. Guck mal, der umgeht die. Wie geil. Der Typ ist mir sympathisch. Das ist ein bisschen schlauer als der andere Lappen. Guck mal, der umgeht die richtig. Der ist ja geil. Bester Mann.
vorsichtshalber mache ich den mal wieder rein. Geht er auch hier lang? Naja, jetzt geht er hier lang. Ja. Ich weiß ja nicht, welche Wege der geht. Das ist halt nur, du musst auswendig lernen. Das ist ja voll einfach. Der ist ja leichter. Weil der irgendwie schlauer ist. Der umgeht ja jeden Scheiß. Muss ja halt nur merken, welche Pilze du einhauen musst. Das wäre. Ey, der ist ja geil. Okay, dem wünsche ich nicht den Tod. Wie die anderen. Das ist nur dieser Pilz. Und der war es, glaube ich, ne? Scheiße, da war ich zu voreilig. Hä? Ne, der war das. Okay. Jetzt weiß ich's. Mhm. Also solange der nicht dann umdreht am Ende und nochmal alles auf den Kopf stellt, das wäre scheiße. Also erst der, dann der da in der Mitte. Okay, kriegen wir hin. Geht da schon mal hin. Auch ja, die richtigen nehme. Und jetzt. Und dann würde ich vermuten, dass der den hier haben will. Den ganz großen. Nee. Will er nicht. Will er nicht, den will er nicht, okay. Ich dachte, wofür sind da manche Pilze? Ach, der will den haben. Er ist ja super einfach, muss er nur 3 Pilze einhauen dann. Das ist ja richtig geil. Der Typ ist cool. Der geht wenigstens vernünftige Wege und geht nicht in jeden Pilz. Die sind so dumm, warum umgehen die nicht einfach? Ah, Triggeraufgabe, Leute. Weil die können die auch einfach umgehen. Ich meine, der umgeht ja auch die meisten Pilze. Das ist ja richtig einfach. Oh mein Gott, ist das easy. Vor allem, wenn du auswendig weißt, welche Pilze das sind, ne? Ja, haben wir. Nicht schwer. Michelle. Ich dachte, der zweite ist richtig hart. Dass du jeden Pilz einmal reinhauen musst. Null. Die Eier sind frei. 2 Drachen sind geboren. Sheila, die Eldin. Ja, das war aber eine Trigger-Aufgabe. Also die war echt scheiße. Mir gar nicht gefallen. Aber gut, ist ja jetzt egal. Wir haben es ja geschafft. Wie kommt man denn da hin? Ach so, ist der Anfang, ne? Ja. Gut. Sehr schön. Nice. Ich bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe und hinter mir habe, weil das war nicht lustig. Sparks, ich kann nicht durch Wände gehen. Wäre schön, aber ich kann das leider nicht. Tut mir leid. Will die mich verarschen? Aber da muss noch irgendwo was sein. Man wüsste wo, ey. Alter, was zum Geier, ja, Mann. Danke, Sparks. Wir kommen noch sowas. Stimmt, in den Sheila-Leveln sind immer so gemeine Verstecke. Da war ja was. Seid froh, dass ihr die Ausraster nicht gehört habt, ey. Oh Gott, erstmal wirklich wieder ein Trigger-Scheiß. Es ist halt wirklich auch extra so gemacht, dass es triggert, ne? Wie mit den Alchemisten in Spyro 2. Bei den Satiren. Ah, da oben ist auch noch was. Ich meine, man sieht das schon, aber wir gucken da oben nach, Mann. Ey, wir haben schon die... What? Pock? Wir haben schon die Edelsteine, Alter. Wie geil ist das denn? Im Skillpunkt schon. Eigentlich stelle ich mich ganz gut an, ne? Außer in den Scheiß da gerade. Schlafmütze besiegen. Ach so, das ist nur noch der Boss. Ja, dann auf wie.
Ja, wie besiegt man den? Bomben zurückschleudern. Scheinbar. Ja, das ist alles. Lol. War nicht schwer. Oh, der kann Kreaturen erschaffen. Bitte was. Normaler Feueratem reicht nicht. Hier, fang! Der ist ja richtig einfach. Leichtster Boss der Spyro-Geschichte. Nee, das stimmt auch nicht. Spyro 1 hat richtig einfache Bosse, Leute. Hallo, ich will dich nicht grillen. Braucht dich vielleicht noch. Muss halt richtig zielen, ne? Nicht so wie ich. Wenn ein Vollidiot ist, wie ich, dann ist es nicht so einfach. Wenn ihn da nicht trifft mit der Bombe. Voll gerade stehen, positionieren. Und dann geht's los. Boom. Ein Treffer noch. 4 Treffer braucht er. Mehr nicht. Nicht so viel. Sumpfkreaturen. Aber ist der für die Sumpfkreaturen wahrscheinlich auch verantwortlich. Der hat hier in den Sumpf gezaubert. Deswegen spukt's. Das ist die Lore hinter den Level, glaube ich. Boom. Yes. Bomben. Ja, nice. Das war jetzt aber nicht schwer. 100%, ja geil. Ja moin, das lief doch ganz gut. Das lief echt gut, Mann. Außer das eben, ne? Aber gut. Hab ich euch geschnitten. Soll nur auswendig lernen. Weil du kannst es am Anfang nicht first tryen, weil Sheila zu langsam springt. Du musst es einfach wissen, welchen Pilz du einhämmern musst. Das ist das Problem dabei. Aber well done. Hammer, das Sumpf-Level. Wunderschön. Spukende Sümpfe. Dann gucken wir uns an, was war dann im nächsten Part. Es ist die Bambusstraße. Aber sonst eigentlich hier noch ein Level? Ich glaube tatsächlich nicht. Doch hier. Ist auch noch so ein Asia-Level, ne? Aber 2 Level haben wir noch. Machen wir erstmal die Bambusstraße dann. Alles der Reihe nach, Leute. Straße mit Doppel-S, da kriege ich auch. Ja. Straße, Bambusstraße, Mann. Okay, Leute. Da würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.